Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars Jedi Fallen Order. Und wie immer natürlich vielen, vielen Dank für den Support bis hierhin. Und checkt die Videobeschreibung ab. Freunde, wir machen direkt die Fragen vom letzten Mal. Was erzählt Luke Han Solo über Prinzessin Leia, das ihn dazu bewegt, sie doch vom Todesstern zu retten? Er sagt, sie ist reich. Ja, sie ist reich. Und dann die nächste Frage, wie groß ist Prinzessin Leia? 1,50 Meter. Alter, das ist tatsächlich richtig winzig, Alter. 1,50 Meter. Also die Frauen, die ich kennengelernt habe, die waren immer so 1,60, 1,63 ungefähr oder so. Aber 1,50 ist wirklich klein. So, die nächste Frage, in welchem Jahr war der Kinostart von Star Wars? In dem Fall der erste. Und dann noch die nächste Frage, ganz easy. In welchem Jahr war der Kinostart von Die Rache der Sith? Alles klar, Freunde, das kriegt man hin, das sind auch wieder so Fragen, da kann man mitraten, Freunde. Einfach mal mitraten. Und jetzt holen wir uns den Typen vom letzten Mal, der da oben immer noch auf uns wartet. Und auf sein Ende quasi. Jo, das war's dann auch schon mit ihm. So. Ist bestimmt eine Abkürzung von ganz unten. Okay, perfekt. So, komm. Geben wir mal ein bisschen Stoff jetzt hier. Wie gesagt, ich kann das jetzt schon mal nochmal zum Abschluss sagen. Das wird auf jeden Fall nicht mein Lieblingsgebiet hier sein. Es geht auch relativ lange, wa? Es geht wirklich relativ lange. Hätte ich gar nicht gedacht, dass der Planet noch so lange geht. Ja gut, beim ersten Mal ist hier irgendwas versteckt, ne? Beim ersten Mal, wo wir hier waren, kurzes Doppelschwert holen, war das ja nicht lange. Hast du das Grab gefunden? Ja, endlich! Quatsch, wurde allerdings abgelenkt. Grease verhält sich seltsam. Er will jemanden vor der Mantis gesehen haben. Datum, mir zermürbt ihn. Das ist bei ihm völlig normal. Geht's dir gut? Ich halluziniere nicht, also... Ja. Ich verlasse ein Dorf der Brüder der Nacht. Ich nehme die Spur wieder auf. Hört sich an, als kämst du zurecht. Ja. BD und ich schaffen das. Ja, natürlich. Aber ich muss sagen, Mantis sah ganz nice aus mit der neuen Lackierung. Das Schiff gefällt mir allgemein sehr gut, eigentlich. Ja. Und jetzt haben wir die Tür, die ich ganz am Anfang hatte. Hast du gesehen, was ich mit deinem Bruder gemacht habe? Hast du es gesehen, Junge? Oh, Alter, was? Er dreht sich im Schlag zu mir hin. Die sind knallhart, die Leute. Alles klar, genau auf dem Boden gehauen. Du kannst mich nicht zerbrechen. Hör mit dem Unken auf, Eindringling. Jetzt ist aber die Frage zum Teufel nochmal, wo müssen wir hin jetzt, Alter? Hä? Hier oben lang oder was? Und dann hier raus, ja. Müssen wir zu den Typen wieder hin? Kurz mal ausruhen. Und einen Fähigkeitspunkt holen. Also wenn es so weitergeht, sind wir ja fast schon durch mit den Fähigkeitspunkten. Es sei denn, wie gesagt, am Ende öffnet sich dann doch nochmal eine... maximale Kraft? Ja, natürlich, klar, das nehme ich sofort. Hätte ich das schon beim letzten Mal gesehen, hätte ich das sofort genommen. Mehr macht es immer gut. Ein Fremder, da unten! Ich hab dich gehört. Komm, Brüder. Ja, natürlich, Junge, du bist Legolas, Robin Hood, Alter, und Hawkeye in einer Person. Allerdings gewesen. Ey, die sind knallhart, die Leute, ohne Scheiß. Die sind härter als die Bosse. Das ist unfassbar, Mann, die Jungs. Jetzt kannst du nicht mehr gewinnen. Die Schnauze, die geht mir so auf den Sack, das glaubt ihr gar nicht. Bin ich jetzt hier richtig? Jetzt bin ich hier richtig. Ja, der Mann ist natürlich verschwunden. Wahrscheinlich. Ach so! Der alte Mann? Haben die Brüder der Nacht ihn geholt?
Nee, der ist böse natürlich. Ich bin wahrscheinlich auch nicht der Einzige von uns, der denkt, der so böse ist, oder? Ich hab den Jedi getroffen. Du hast einen Fehler gemacht, Jedi. Okay. Nein, bitte nicht. Stirb. Nein. Nee, bitte nicht, Alter. Bitte nicht. Nee. Das ist das Schlimmste, was passieren konnte. Oder? Wo komme ich jetzt hier raus? Das ist das Schlimmste, was passieren konnte. Oder komme ich jetzt gleich wieder oben raus? Nee. Nein, ich bin runtergefallen. Ich überlege, mich komplett zu töten. Dann müsste ich ja eigentlich beim letzten... Lass mich doch einfach mal in Ruhe jetzt hier. Du Pisser, ey. Sag mal, bist du dumm im Kopf oder was? Ich brauche einen Simbi-D. Nee. Doch! Jetzt sind wir wieder hier. Oh Gott! Mann, ey! Das ist doch unfassbar, Mann. Was hab ich für ein Pech gehabt? Ist jetzt nicht so schlimm, aber... Ja. Unnötig. Ja, jetzt kommen wir endlich mal zu dem... Muss das Grab sein. Gott, was passiert hier gleich, Freunde? Liegt hier irgendwo eine Kiste, eine geile Kiste mit neuen Lichtschwertfarben oder so? Na endlich. Ich wusste, dass du da reinspringst. Ja, sehen wir es uns an. Mantisfarbe, Schmuggler? Nee. Vielleicht kriegen wir auch erst eine neue Lichtschwertfarbe, wenn wir irgendwie in diese Kristallhöhle gehen und uns selber jemanden Kristall holen oder sowas oder auswählen können oder so. Vielleicht kommt ja das, ich weiß es nicht, oder langsam wär's mal an der Zeit. Mein Freund, wir suchen ein Astrium und befinden uns in Kujets Grab. Was immer das war, es ist weg. Wenn ich jetzt zurückgehe, kommt die alte wahrscheinlich, oder? Weil die Tür hat sich ja hinter uns geschlossen, also irgendwas passiert jetzt gleich, Freunde, ist ja klar. Wir sind jetzt im Grab, irgendwas muss jetzt passieren, ey. Irgendwas muss jetzt passieren. Was ist denn jetzt los, Alter? Kleiner Zopf, Alter, dieser Padawan-Zopf ist so eklig, Alter. Das fand ich aber schon immer, das ist so... Hey, Cal. Klonsoldat. Lust auf eine Revanche später? Ja, jederzeit. Klingt gut. Gehst du zum Training? Immer. Okay, dann sehen wir uns später. Tschüss. Du solltest dich beeilen, Cal. Jaro hat nicht viel Geduld. Ah, warte mal, ich glaube, ich weiß, was jetzt passiert. Ich könnte es mir gut vorstellen. Irgendwas mit Order 66. Order 66 jetzt. Bestimmt gleich. Das heißt, wir kriegen bald neue Befehle. Endlich. Ich bin froh, wenn ich hier wegkomme. Ja, ihr kriegt bald neue Befehle. Wir verlassen Bracca? Könnte sein. Mach ihm keine falschen Hoffnungen mit solchen Gerüchten.
Schon okay. Ich glaube, sobald's Meister Tapal sagt. Apropos deinen Meister. Ja, ich geh besser. Weißt du, Jaro ist nicht für seine Geduld bekannt. Du hast es aber eilig. Meister Tapal hat mich zum Training gerufen. Du schaffst das, Junge. Yay, schön noch so die Beziehung zwischen... Schade, dass sie nicht die Stimme genommen haben aus der Serie, aus Clone Wars. Aber die Rüstung von den Klonsoldaten sieht richtig nice aus. Meister Tapal. Padawan, Zeit für deinen Unterricht. Ja, Meister? Du musst uns erreichen und lass mich nicht warten. Das war jetzt Blödsinn. Das war jetzt Blödsinn, Freunde. Kann ich mich da festhalten? Nee. Heilung, Kerl! Wandlauf? Nee, auch nicht. Schimmert irgendwas? Nee. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht wieder? Irgendwas habe ich schon wieder übersehen. Ach so, direkt da oben links. Oh, Junge, sagt nichts, Alter. Oder? Schaffe ich das? Ja, so nicht. Erfolg und Fehlschlag. Leben und Tod. Licht und Dunkel. Getrennt durch deine Einstellung zu ihm. Nee, das schaffe ich nicht. Beweg dich, Padawan. Plane deinen Weg, bevor du ihn gehst. Du hast ja recht, du hast ja recht. Warum kommen die Plattformen jetzt aus dem Nichts plötzlich? Ich mache gerne, danke, super. Du bist fast da. Kell, ich versuche dich zu unterstützen, Mann. Es tut mir leid. Ich gebe mein Bestes, aber es reicht nicht. Komm jetzt zu mir. Du schaffst das. Los nochmal. Will er, dass wir scheitern? Kann das sein, ey? Wir sollen alles nochmal testen, wa? Ich glaube, ich mache gar nicht so viele Fehler. Ich brauche nur ein bisschen länger, aber. Wow! Echt viel, Commander! Fokussiert! Voll konzentriert hättest du diese Ablenkung vorausgehabt. Besser, Padawan. Komm zu mir. Geht doch. Wir werden mit einer Aufwärmübung beginnen. Doch zuerst haben wir Befehle. Braka ist gesichert. Schon bald rücken wir nach Mygeto aus. Ja. Du musst... Meister, seid ihr okay? Irgendwas stimmt nicht. Nein, nein! Was geht hier vor? Warum war der Commander? Padawan, etwas Schreckliches ist im Gange. Die Klone haben uns hintergangen. Deine Fragen müssen warten. Es ist keine Zeit. Wir müssen sofort das Schiff verlassen. Schnell! Zu den Rettungskapseln. Und nimm die Wartungsgänge. Wir haben das trainiert. Erinnerst du dich noch? Ja, Meister. Und was wird aus euch? Ich sorge für Ablenkung und komme dann wieder. Wenn ich bei deiner Ankunft nicht da bin, geh ohne mich. Wir sehen uns auf Braka wieder. Hast du das verstanden? Ja, Meister. Sie kommen. Ich werde zwar die Drucktüren schließen, aber wenn sie dir begegnen, darfst du keinesfalls zögern. Geh. Möge die Macht mit dir sein. Geh. Los!
Oh nein, Alter, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt, Freunde. Ihr Schweine! Paul ist unterwegs. Wir brauchen Verstärkung. Ich muss dran ziehen, um durchzukommen. Das ergibt keinen Sinn. Was ist hier los? Können wir den Jedi sehen? Der Kleine ist verschwunden. Sucht überall. Er kann nicht weit sein. Luft wieder aus. Hey, was war das? Haltet die Position. Ich sehe nach. Melde Verluste. Paul hat mehrere Trupps ausgeschaltet. Sofort schießen. Verstanden. Ich versteh's nicht. Was ist passiert? Was war das? Da ist wer in den Wartungsgängen. Ich glaube, hier ist der Turbolift. Danach ist es nicht mehr weit. Alter, dieses Geräusch, wa? Nicht stehen bleiben. Schalte den aus, dann holen wir uns Support. Padawan, dein Lichtschwert. Tut mir leid, Meister. Weiterklettern, wir treffen uns vorne. Nein, haben wir es jetzt wirklich komplett verloren, oder was? Meister T'Pol, ey, der ist streng, aber der ist... Man merkt, der mag den Jungen sehr gerne. Alter, geil. Direkt vor uns ist ein Override. Oh nein, ich ahne es. Du musst ihn aktivieren, wenn wir fliehen wollen. Ja, Meister. Ihr wisst, glaube ich, was gleich passiert, oder, Freunde? Wir können es alle uns denken. Der Paul sitzt in der Luftschleuse fest. Schickt Verstärkung. Jaro, der Paul ist auf der anderen Seite der Tür? Ja, aber er kommt nicht durch. Es dauert so lange, die Türen mit dem Lichtschwert aufzuschneiden. Wir warten hier, bis er umstellt ist. Hört ihr das? Bereit machen! Los, Padawan, wir müssen sofort weg. Hätte er den jetzt nach oben an der Decke weggeschlitzt, wäre das wirklich Vader-mäßig, Alter, Rogue One-Style. Die Türsteuerung! Schiffsreaktoren überlastet. Im Schutz der Explosion können wir fliehen. Der Krieg ist nicht vorbei, mein Padawan. Halte die Stellung. Warte auf das Signal des Rats der Jedi. Und vergiss nicht, vertraue nur der Macht. Ja, Meister. Thank you.
Padawan. Es ist Zeit für die Ausbildung. Wir machen beim nächsten Mal weiter, Freunde. Das war jetzt erstmal genug. Ja. Geil. Also, scheiße, aber geil. Irgendwie scheiße geil halt, wa? Ey, die Order 66. Boah. Na ja, gut, Freunde. Wir hören uns beim nächsten Mal. Lasst gerne eine Bewertung da und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Das war nice. Das war echt nice jetzt wieder. Gut. Haut rein. Tschüss.